Schönen guten Abend zum Nachbericht aus Berlin und bei uns ist Janosch Dahmen, bis vor einem Monat noch Arzt im Rettungsdienst und seitdem Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen. Schönen guten Abend, willkommen zum Nachbericht aus Berlin. Vielen Dank. Und eure Fragen, wie immer, direkt hier in den Stream, die stellen wir dann Janosch Dahmen. Ein paar davon haben wir schon eingesammelt und die erste, die aktuellste, ist die, was das Virus, das mutierte Virus angeht aus Großbritannien, erreichen uns beunruhigende Meldungen. Da heißt es, dass eine mutierte Variante des Coronavirus um bis zu 70% ansteckender ist als das bisher bekannte Coronavirus. Was bedeutet das? Also grundsätzlich ist es so, dass Mutationen von Viren, dass die gängig sind und ständig stattfinden. Das ist auch bei dem SARS-CoV-2-Virus so. Wir wissen bisher, dass es über 4000 unterschiedliche Varianten, also Mutationen von dem eigentlichen SARS-CoV-2-Virus bisher gibt. Prinzipiell ist das erstmal nichts Schlimmes, sondern es dient teilweise der Wissenschaft, gerade in der Epidemiologie, um festzustellen, wo hat eine Infektion stattgefunden. Was jetzt besorgniserregend ist bei der Variante, die in Großbritannien festgestellt wurde, dass sie insgesamt 17 unterschiedliche Stellen an der Virusstruktur betrifft und dort auch das sogenannte Spike-Protein. Das Spike-Protein ist im Virus dafür verantwortlich an die Andockstelle im Menschen und es ist auch die Stelle, wo die neuen Impfstoffe ansetzen. Insofern gibt es eine ganze Menge an Fragen, die die Wissenschaft auch dazu hat. Und konkret besteht die Sorge, weil es zuletzt in Großbritannien zu einer großen Anzahl an Neuinfektionen gekommen ist, dass dieses Virus ansteckender sein könnte als bisher bekannte Varianten. Was bedeutet ansteckender in dem Zusammenhang? Also muss ich dann irgendwie weiter als 1,5 Meter wegstehen oder kann man sich trotz Maske infizieren oder was bedeutet ansteckender? Ansteckender bedeutet zunächst mal nur das, dass wir feststellen, dass eben innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit eine große Anzahl an Menschen sich infiziert hat mit diesem speziellen Typ des Virus. Wir wissen noch nicht genau in der Wissenschaft, handelt es sich dabei um eine Kausalität, also ist diese Mutation des Virus dafür verantwortlich, dass so viele Menschen sich infiziert haben oder gibt es andere Gründe dafür? Das heißt, eine Unterscheidung zwischen Kausalität und Korrelation ist sozusagen der Fachterminus, um den es da im Konkreten geht. Aber sollte es so sein, dann geht man davon aus, dass anders als bei der herkömmlichen Variante des Virus, wo man so sagt, dass ein Mensch, der infiziert ist, in etwa 3 andere Menschen ansteckt, es möglicherweise so sein könnte, dass Menschen, die mit diesem Virus infiziert sind, mehr Leute anstecken. Was bedeutet das in der Praxis für uns als Gesellschaft oder alle anderen Betroffenen? Bedeutet in erster Linie, wir müssen noch mehr aufpassen, das heißt die Schutzmaßnahmen noch konsequenter einhalten, weil sollte sich dieses Virus, wenn es denn stimmt, dass es ansteckender ist, noch weiter verbreiten, dann ist die Gefahr, dass viele Menschen mehr krank werden, entsprechend höher. Jetzt sagen sich viele Leute, noch vorsichtiger kann ich ja eigentlich kaum sein. Was sehen Sie denn da für Möglichkeiten? Was kann jeder Einzelne, was kann aber auch die Gesellschaft noch tun, um noch mehr Schutz zu bieten? Wir haben ja eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen jetzt stufenweise immer mehr ergriffen, aber es wird darauf ankommen, die dann auch konsequent umzusetzen. Beispielsweise Mobilität, ganz wichtiger Faktor, den wir, glaube ich, alle inzwischen wissen. Wenn man sich die Bilder der letzten Tage anschaut, dann kann man schon die Frage stellen, ob es uns in Europa konsequent genug gelungen ist, Mobilität einzuschränken, sowohl beim Reiseverkehr als auch teilweise im ÖPNV, wo wir auch sehr dicht gedrängte Bilder haben. Und da wird es natürlich entsprechend darauf ankommen. Wobei es natürlich wichtig ist zu wissen, dass nicht nur der Faktor von Situationen, wo Menschen beispielsweise keine Maske tragen, eine Rolle spielen, sondern selbst mit Maske ist es so, wenn wir viele Menschen in einen Zug, in ein Schiff, in ein Flugzeug einsperren, dann führt das immer dazu, dass das Risiko steigt, dass sich andere anstecken. Und genau darum wird es gehen, also das, wovon wir wissen, auch wirklich konsequent im Alltag einzuhalten. Da sagt Boris Johnson, der britische Premierminister, wir müssen Weihnachten de facto absagen, das heißt Verwandtenbesuch gibt es eigentlich überhaupt nicht. Alle sollen zu Hause bleiben. Wäre das für Deutschland auch die passendere Variante? Also ich sage ja seit Wochen schon, dass es so ist, dass dieses Weihnachten anders sein muss. Weihnachten ist ja bekanntlich völlig unbenommen von der Pandemie ein Fest der Solidarität. Und Solidarität in diesem Jahr heißt in allererster Linie wirklich zu Hause bleiben und zwar im allerengsten kleinen Kreis.
Jetzt ist die erste Maßnahme der Bundesregierung das, was andere europäische Länder schon in Kraft gesetzt haben, nämlich dass aus Großbritannien keine Flugzeuge mehr landen dürfen, aus Südafrika im Übrigen auch nicht. Das soll in Deutschland dann auch ab Mitternacht gelten. Ist das ein Weg, das einzugrenzen oder also dass das Virus quasi nicht mehr aus Großbritannien hier hinkommen kann? Oder glauben Sie, dass das ohnehin hier auch schon zu solchen Mutationen geführt hat, dass das überhaupt nichts bringt? Der zweite Teil der Frage ist der spannende und ich glaube, da sollte der Fokus drauf sein. Konkret ist es so, Flugzeuge jetzt daran zu hindern, von Deutschland nach England oder zurückzufliegen, ist ein nachvollziehbarer Schritt, auch im Sinne der europäischen Einheitlichkeit. Wir wissen aber aus den wissenschaftlichen Daten, dass dieses neue Virus, was mutiert ist in England, das erste Mal bereits im September festgestellt wurde. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie viel Zeit seitdem verstrichen ist, so ist es zunächst mal unwahrscheinlich, dass es seitdem ausschließlich im Bereich von UK geblieben ist, sondern sich vermutlich schon viel weiter verbreitet hat, sodass ein ganz entscheidender und viel wichtiger Schritt sein wird, nachzusehen, zu diagnostizieren, ob nicht entsprechende Virusvarianten auch in Europa, auch in Deutschland bereits im Umlauf sind. Wir kommen zu Fragen, die von Usern eingeschickt wurden und eine, die fand ich besonders hübsch. Stellen wir uns mal kurz vor, Sie wären Gesundheitsminister. Was würden Sie jetzt in dieser Situation tun? Ich würde aktuell drei Dinge tun, die meines Erachtens extrem wichtig sind. Das eine ist, wir müssen die Schnellteststrategie deutlich systematisieren. Wir haben im Moment eine begrenzte Anzahl an Schnelltests, nicht genug, um sie wirklich überall flächendeckend einzusetzen, sodass wir Prioritäten brauchen, wo wir sie einsetzen. Das wären meines Erachtens insbesondere da, wo besonders risikoreiche Gruppen sind und dort dann auch konsequent für jeden, die Besucher, das Personal und die Patienten oder Bewohner. Das zweite ist, dass wir in der Kontaktnachverfolgung viel besser werden müssen. Im Moment überlassen wir es den ohnehin völlig überlasteten Menschen in den einzelnen Gesundheitsämtern zu versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Und wir wissen ja, bei Inzidenzen über 50, die wir seit Wochen überschritten haben, funktioniert das alles nicht mehr. Da müssen wir besser werden, einschließlich einer wirklich funktionierenden Corona-Warn-App, die ja auch in einem Entwicklungsstadium hängen geblieben ist, wo sie uns im Moment nicht mehr wirklich hilft. Und der dritte Schritt, da bin ich fest von überzeugt, wir brauchen als Teil wirklich operativen und funktionierenden Krisenmanagements mehr Verantwortung auf der Bundesebene, um Einheitlichkeit in den Maßnahmen, in den Schutzstufen zu schaffen, einheitliche Grenzwerte, um wirklich auch in der weiteren Phase der Pandemie eine stärkere Erwartbarkeit, Vorhersehbarkeit in den Maßnahmen und dessen, was erforderlich ist, zu bekommen. Für den dritten Punkt würden Sie aber so ein bisschen die Axt an den Föderalismus anlegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre durchaus möglich, dass wir ein Risikostufenmodell mit festen Grenzwerten, mit festen Maßnahmen in den parlamentarischen Prozess im Bundestag einbringen und anschließend über den Bundesrat die Mitbestimmung der Länder einholen und sagen, hier gibt es einen Vorschlag, geeint im Bund, parlamentarisch beteiligt und in den Organen, die da in der Verfassung für vorgesehen sind, um endlich auch einen gemeinsamen Weg festzulegen, der nicht immer nur eine Woche oder zwei umfasst, sondern eine gewisse Wegstrecke mit einschließt. Lassen Sie mich noch einmal zu Ihrem ersten Punkt kommen, nämlich der Teststrategie für Schnelltests. Sie sagen, dass es nicht genügend Schnelltests gibt, um wirklich an allen Stellen, wo es notwendig ist, zu testen. Wenn man durch Berlin geht, hat man den Eindruck, dass hier die Schnelltestzentren wie Pilze aus dem Boden schießen, viele damit vielleicht auch Geld verdienen wollen, schnelles Geld verdienen wollen. Zumindest hat man aber nicht den Eindruck, dass es an Tests scheitert. Also es scheinen offensichtlich genügend Schnelltests da zu sein. Sind die nur falsch verteilt? Also wir haben insgesamt zu wenig Tests und die, die wir haben, haben wir auch noch falsch verteilt. Wir haben sie praktisch in den Bereich privater Verteilmechanismen gegeben, wo sie unter anderem in solchen Testzentren auftauchen. Das führt zu irrigen Situationen, dass wir auf der einen Seite in den Pflegeheimen nicht ausreichend Tests haben, wo wir sie dringend brauchen würden, aber nicht nur dort. Sie fehlen auch teilweise selbst in Krankenhäusern, wo beispielsweise, ich schilder Ihnen eine Situation aus dem Kreissaal, man sich gut vorstellen kann, dass eine Gebärende natürlich keinen Mundschutz tragen kann und man auch nicht die ganze Zeit das Fenster offen stehen haben kann. So wäre es sozusagen, wenn bei einsetzender Geburt eine junge Frau ins Krankenhaus kommt, sehr, sehr hilfreich, wenn da nicht nur eine PCR, die erst Stunden später mit dem Ergebnis zur Verfügung steht, gemacht werden könnte, sondern auch da systematisch Schnelltests wirklich eingesetzt werden können. Gleiche bei Lehrern, Busfahrern, alles Menschen, die viele Kontakte haben, die auch unvermeidbar sind. Bei Lehrern vielleicht gerade ausgesetzt, bei Busfahrern schon wenig. Polizei und Feuerwehr sind andere Beispiele. Und hier müssten wir also das, was wir an Tests haben, besser verteilen.
Weil gerade bei den privaten Testzentren mache ich mir Sorgen, dass es natürlich auch schnell ja die Struktur von einer Art Ablasshandel haben kann, wo man sagt, ich lasse mich mal kurz freitesten und danach kann ich mich wieder benehmen, wie ich will, weil ich bin ja jetzt nicht ansteckend. Das führt zu falscher Sicherheit und nicht eingebettet in ein wirklich Strukturkonzept verschlimmern wir die Situation, obwohl wir glauben, dass wir entsprechend testen. Dann habe ich Sie richtig verstanden, wenn jetzt jemand Weihnachten doch, obwohl Sie es abraten, davon abraten, zu Mama, Papa, Oma, Opa nach Hause fährt und sich vorher kurz noch testen lässt, ist das nicht die richtige Strategie oder müsste man dann eigentlich am ersten Feiertag sofort wieder wegfahren? Also wenn der Plan ist, um es konkret zu machen, die Großmutter im Altenheim zu besuchen, dann ist es gut, man testet sich möglichst im Altenheim selber oder unmittelbar vor der Tür, weil ansonsten natürlich immer das Risiko besteht, beispielsweise sich in Berlin zu testen und dann auf die Großmutter am anderen Teil des Landes zu besuchen, dass man sich auf der Wegstrecke ansteckt und dann trotzdem infektiös ist, aber glaubt, völlig harmlos zu sein. Das heißt also, wenn testen, dann dort, wo die Risikokontakte stattfinden. Wenn es jetzt so ist, dass man sagt, also neben dem KitKat Club, berühmt geworden hier in Berlin, die Oma gegenüber auf der anderen Straßenseite sitzt, dann spricht nichts dagegen, den Test dort zu machen und dann bei einem negativen Ergebnis dort auch rüber zu gehen. Aber so sind ja die Lebensverhältnisse in den allerwenigsten Fällen. Das heißt, Sie warnen also nochmal eindringlich davor, sich testen zu lassen und dann 3 Tage später zur Familie nach Hause zu fahren. Das bringt gar nichts. Ja. Eine Frage, die wir auch häufiger bekommen haben, wie wird eine Covid-19-Erkrankung eigentlich wirklich behandelt? Gibt es außer intensivmedizinischen Maßnahmen therapeutische Mittel, die inzwischen wirksam sind? Also faktisch muss man sagen, dass der Hauptpunkt der Behandlung wirklich aus einer sogenannten symptomatischen Behandlung besteht. Das heißt, man versucht, das Leid zu lindern, man versucht, Sauerstoff zu geben, man versucht mit einer Reihe von Medikamenten Zerstörung oder Auswirkungen, die diese Erkrankung macht, abzufedern. Aber es gibt bisher kein Medikament, was die Krankheit im eigentlichen Sinne auflöst oder behandelt, sodass das Verheerende auch so ist, dass man bei den Menschen, selbst wo man es weiß, die auf der Intensivstation ist, oft wochenlang angewiesen ist, Organersatzverfahren zu machen, die Funktion, die normal die Lunge übernimmt oder die Niere oder andere Teile des Körpers, durch Maschinen zu unterstützen oder ganz zu übernehmen, weil es eben noch kein Wundermittel gibt, was die Krankheit entsprechend auflöst. Das Gute vielleicht, letzter Satz dazu, es wird nicht nur im Bereich der Impfung geforscht, sondern auch im Bereich der Medikamente. Und es gibt einige vielversprechende Therapieansätze, die Hoffnung machen, dass auch bezüglich derartiger Behandlungen in den nächsten Monaten die Wissenschaft mit neuen Ansätzen helfen könnte. In den nächsten Monaten hilft denen, die jetzt im Krankenhausbett liegen und womöglich beatmet werden müssen, nicht mehr so richtig viel. Eine Frage, die kam, gibt es jemanden, der Verantwortung dafür übernimmt, dass wir zu wenig Intensivbetten haben, weil in den vergangenen Jahren massiv die Bettenzahl reduziert wurde? Ich glaube, das ist eine politische Diskussion, die dringend notwendig ist, die wir natürlich jetzt in Phasen größter Belastung und Not nur schwer mit der Ruhe führen können, die es sicherlich braucht. Aber ich ganz persönlich, das ist eins der entscheidenden Motive, warum ich trotz Pandemie mich entschieden habe, in die Politik zu gehen, habe mir fest verschrieben, das zum Thema zu machen. Es reicht nicht, nur Beifall zu spenden oder Danke zu sagen, sondern ich glaube, die Erwartungshaltung der Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, ist vor allem, dass es nach der Pandemie nicht weitergehen darf wie vor der Pandemie. Das heißt, wir müssen darüber diskutieren, wie gehen wir mit den Alten um, wie wird wirklich Pflege im Alter organisiert. Wir müssen über die Gesundheitsämter reden und uns fragen, ist die Struktur, wie wir öffentliches Gesundheitswesen organisieren, eigentlich geeignet, um derartige Herausforderungen, die jederzeit wiederkommen können, eigentlich wirklich zu begegnen und natürlich auch im Krankenhaus. Mich bewegt da am allermeisten, dass wir in den letzten Jahren sehr stark in Technik investiert haben, in Infrastruktur, auch in neue Medikamente investiert haben und so ein bisschen vergessen haben, eigentlich festzustellen, dass am Ende des Tages, selbst in dem hochtechnischsten Bereich der Intensivmedizin, das Wichtige ist, dass Menschen da sind, die sich um andere Menschen kümmern. Und wir sehen ja jetzt, es fehlt gar nicht an Intensivbetten und noch nicht mal an Beatmungsgeräten, sondern es fehlt vor allem an Menschen, die sich um andere kümmern, Intensivpflege und auch entsprechende Ärztinnen und Ärzte. Jetzt haben Sie eine Frage, die ganz häufig gekommen ist, gleich mitbeantwortet, weswegen Sie nämlich in einer solchen Situation mitten in der Pandemie in den Bundestag gegangen sind, obwohl das ja nicht allein Ihre Entscheidung gewesen ist, sondern Sie sind als Nachrücker eingezogen.
Lassen Sie uns zu den Impfungen noch kommen. Die Meldungen des heutigen Tages waren, dass mehrere Ministerpräsidenten, allen voran Markus Söder, aber auch Manuela Schwesig, gesagt haben, Deutschland und die EU, aber vor allem auch Deutschland alleine, hat zu wenig Impfstoff bestellt, als es denn soweit war, als klar war, es gibt Impfstoffe, die zu 95% wirksam sind. Hat man zu langsam reagiert? Sehen Sie das auch so? Im Moment überschlagen sich da ja ein bisschen die Meldungen und es gibt auch widersprüchliche Berichte über die Gesamtmengen, die letztlich von wem an welcher Stelle zu welchem Zeitpunkt bestellt wurden. Also für mich ist völlig klar, ohne Impfung wird diese Pandemie noch Jahre dauern. Das heißt, der absolute Minimum an Impfstoff, den wir brauchen und das so schnell wie möglich, ist, dass wir mindestens 60% der Bevölkerung werden impfen können. Dazu sollte, und das ist, glaube ich, auch einheitliche Meinung, sowohl in Europa als, falls das nicht ausreicht, auch mit nationalen Verträgen, ausreichend Impfstoff geordert werden. Jetzt muss man ein Stück weit verstehen, dass es ja eben nicht nur ein Impfstoff ist, der jetzt im Moment ansteht, sondern es sind mehrere unterschiedliche Impfstoffe in der Zulassung, sodass sich das ein oder andere aufaddiert. Aber wir können uns im Moment auch noch nicht darauf verlassen, dass wirklich jeder der Impfstoffkandidaten, der in der Entwicklung ist, auch am Ende geeignet ist, entsprechend zugelassen zu werden. Sodass ich gerade, da es sich ja auch um einen Impfstoff handelt, der hier in Europa bzw. sogar in Deutschland entwickelt wurde, sehr darauf drängen würde, dass wir ausreichende Anzahlen an Impfdosen haben, um auch eine erforderliche Anzahl an Menschen hier in Deutschland impfen zu können. Deswegen die Frage, hätte man nicht in dem Moment, wo BioNTech mitgeteilt hat, 95% Schutz, sagen wir mal 100 Millionen, 120 Millionen Dosen sofort sichern müssen, weil man sich sagen kann, viel mehr Schutz kann man ja kaum erreichen. Wir hatten die letzte Sondersitzung im Gesundheitsausschuss am Freitagmorgen. Kurze Zeit später kam ja dann die Pressekonferenz, wo die Impfverordnung vorgestellt wurde. Und wenig später kamen dann die Berichte, dass möglicherweise die Anzahl der Impfdosen nicht ausreicht. Ich kann versichern, ich habe mir diese Frage aufgeschrieben und ich werde sie dem Gesundheitsminister höchstpersönlich stellen, weil sollte sich das so bestätigen, wie es berichtet wird, dann macht auch mir das große Sorge. Wir haben die Frage eben dem Gesundheitsminister gestellt. Er sagte aber, dass das natürlich auch wichtig ist, dass man da europäisch vorgeht und hat, ich glaube, das Nachbestellen des Impfstoffes ist ja jetzt auch so ein bisschen das Eingeständnis, dass man da ein bisschen was versäumt hat. Christopher Kulling hätte gerne von Ihnen gewusst, inwiefern sollten sich Abgeordnete zuerst impfen lassen, möglicherweise auch als Kampagne, damit alle sehen, das ist nicht so schlimm, das kann man gut machen. Wir haben diese Debatte sowohl in der Fraktion als auch tatsächlich nicht offiziell im Plenarsaal, aber auf den Fluren fraktionsübergreifend sehr intensiv diskutiert. Und das ist eine schwierige Frage, weil die hat ja ein doppeltes Dilemma. Also auf der einen Seite kann man sich fragen, was ist eigentlich wichtiger, die Vorbildfunktion zu sagen, schaut mal her, wir als Abgeordnete, die auch die Entscheidung zur Beschaffung des Impfstoffs und zu den Verfahren getroffen haben, haben ein Vertrauen da rein, dass das sicher ist und richtig ist. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich schon fragen, ist es richtig, dass man hier in Priorität von Impfdosen und Impfstoffgebrauch macht, der möglicherweise viel dringender bei Menschen, die noch viel mehr gefährdet sind, gebraucht würde. Und in diesem Dilemma, was sich so oder so nicht auflösen lässt, dahingehend, dass alle damit zufrieden sind, sondern in beiderlei Hinsicht mit Protest und Aufschrei gerechnet werden muss, fand ich sehr richtig, dass man, wie in der ganzen Debatte auch sagt, wissenschaftlich geblickt, wer braucht diesen Impfstoff am allerdringendsten? Und ich zum Beispiel in meiner Person, sollte ich, warum auch immer, ja, morgen aus dem Bundestag ausscheiden und in meinem Beruf als Notarzt wieder eingesetzt werden, wäre einem anderen Risiko ausgesetzt und würde sehr, sehr dringlich mir wünschen, schnell und in erster Linie geimpft zu werden und kann aber auch gut verstehen, dass meine Kollegen, die jetzt in erster Linie geimpft werden, vor mir geimpft werden in meiner Rolle als Abgeordneter. So eine hundertprozentige Gerechtigkeit wird es ja nicht geben. Es ist ja nicht so, dass man dann, wenn die erste Gruppe der über 80-Jährigen noch nicht komplett durch ist, man noch nicht anfängt, die anderen zu impfen. Aber was erkennen Sie in der Strategie? Ist das diese drei Gruppen erst zu impfen richtig? Das entnehme ich Ihren Worten. Aber die Vorgehensweise mit mobilen Impfteams anzufangen, aber gleichzeitig schon Impfzentren vorzuhalten, ist das nicht alles gleichzeitig gewollt, obwohl gar nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht?
Also ich kann verstehen, dass man sich vorbereitet hat auf eine Situation, die zunächst mal davon ausgeht, dass wir insgesamt Impfstoff für alle Menschen, die ihn brauchen, haben und das Ganze so in dieser Struktur aufsetzt, auch weil ja technisch diese Impfung anders ist als andere Impfstoffe und nicht so einfach in der Haushaltspraxis verteilt werden kann. Was mich eher grämt, ist die Frage, dass wir das Ganze ja sehr stark logistisch betrachtet haben, also eher wie den Aufbau oder der Organisation einer Waschstraße, wo es irgendwie darum geht, Menschen schnell hintereinander irgendwie durchzuschleusen und in Peaks zu geben und völlig vergessen haben, eigentlich die Kommunikation und das Erklären, Transparenz, Informationen in den Vordergrund zu stellen. Und da hätte durchaus schon vor einigen Wochen, wo sich abgezeichnet hat, was es für Impfstoffe geben wird, wie die wirken, früher mit begonnen werden sollen, weil wir natürlich jetzt auch unter einem hohen Druck, den wir haben, um in der Pandemiebekämpfung wichtige Zeichen zu setzen, stehen, Menschen Dinge erklären zu müssen, die tatsächlich schwierig und komplex und umfangreich sind. Und also der wichtigste Baustein von einer erfolgreichen Impfkampagne ist immer Informations- und Kommunikation. Janosch Dahmen, der Bundestagsabgeordnete und Rettungsarzt, richtig? Notfallmediziner. Vielen Dank für den Besuch hier im Nachbericht aus Berlin, der damit auch schon wieder zu Ende geht. Einen schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank.